was man machen sollte, bevor man zum Suchen anfängt, ist sich zu überlegen, was man mit dem macht, was man gefunden hat. Es ist eine sehr schlechte Idee, das einfach nur irgendwo auf der Festplatte in einem Ordner abzulegen. Das mag jetzt vielleicht für die ersten Seminararbeiten nur praktikabel sein. Irgendwann geht das nicht mehr. Nein, aber für die Seminararbeiten funktioniert es gescheit, weil man irgendwann den Überblick verliert und irgendwann nicht mehr weiß, was das jetzt genau für Paper war, wo das erschienen ist, alles, was man dann irgendwann braucht, um die Quellen in der Arbeit anzugeben, verliert man da, wenn man es einfach nur das PDF in einem Ordner hat. Ich habe irgendwo auf meinem Rechner nur einen Ordner von 2005 oder so, wie ich heute halt die Geschichte angefangen habe. Der heißt irgendwas wie finde nicht, ist auch nicht so wichtig. Der heißt Unsorted. So habe ich angefangen. Also er hat irgendwann einmal Literaturkassen, da habe ich PDFs reingekauft. Und irgendwann habe ich dann umbenannt auf Unsorted und nie wieder reingeschaut, weil ich den Überblick nicht mehr gehabt habe. Nicht machen. Ich habe alles, was da drinnen liegt, irgendwann einmal wiedergefunden und nicht mehr gewusst, dass ich es eigentlich schon mal gehabt habe. Ja. Man verwendet bitte eine Literaturverwaltung. Die haben sich über die letzten Jahre massiv entwickelt und es gibt keinen Grund, diese Teile nicht zu verwenden. Man hat einen unmittelbaren Mehrwert davon, wenn man sich nicht darum kümmern muss, das Literaturverzeichnis manuell zu formatieren oder zu erstellen, sondern die erstellen das einfach dann automatisiert. Und man hat einen mittelfristigen Mehrwert davon, weil man auch den Überblick über die Literatur behält. Und auch wenn man jetzt keine wissenschaftliche Karriere anstrebt, ist man zumindest über Studium hinweg, über irgendein Seminar und dann vielleicht die Masterarbeit damit konfrontiert, dass man irgendein Paper vielleicht noch mal verwenden möchte. Und dann hat man es schon drinnen und findet es auch wieder. Hat euch schon mal jemand diese Literaturverwaltungsgeschichten gesagt? Nein? Mhm. Ja? Nein? Endlich. Was nächstes? Literaturverwaltungsprogramme sind jetzt nicht besonders aufregend, das ist das, was ich verwende. Im Wesentlichen eine gewöhnliche strukturierte Datenbank, wo die Papers halt verwaltet. Die haben, wenn man sie aber gescheit aussucht, und ich gehe dann gleich auf ein paar konkrete Beispiele ein. Die haben, wenn man sich was Gescheites aussucht, auf der 1, also drei Orten von Funktionalitäten. Zuerst einmal machen sie es möglichst einfach, da Literatur in einer strukturierten Form reinzubringen. Dann machen sie es möglich, damit zu arbeiten, sie das irgendwie zu kopieren, vielleicht die PDFs zu annotieren, diese Annotationen aussortieren, damit sie durchsuchbar werden, solche Geschichten. Und das dritte, was ich vorher schon gesagt habe, die integrieren irgendwie mit einer Textverarbeitung, sodass ich mir automatisiertes Quellenverzeichnis erstellen lassen kann. Fangen wir mal hinten an, automatisiertes Quellenverzeichnis stellen lassen. Wie ich mit den Seminaren angefangen habe, habe ich mindestens einen Termin lang wie man den Literaturverzeichnis korrekt formatiert und was da in welche Art von Referenz reinkehrt und wie man das schreibt. Das hat nie wen interessiert, inklusive mich, und es ist auch nicht besonders nachhaltig, weil jedes einzelne Publikationsorgan, jede einzelne Zeitschrift unterschiedliche Standards hat, wie der zu zitieren ist. Nur weil ich eine gelernt habe, hilft mir das bei der nächsten Zeitschrift nichts. Oder bleiben wir auf der Uni, nur weil ich die Richtlinien von einem Institut gelernt habe, weiter mal in die Richtung, hilft mir das auf einem anderen Institut auch wieder nichts, weil da die Richtlinien vielleicht ganz andere sind. Dementsprechend will man sich um das nicht kümmern, weil eigentlich will ich nur sagen, ich will dort und dort publizieren und machen wir das bitte. Das ist eine Aufgabe, die ganz gut automatisierbar ist, weil die Zitierstandards eigentlich ganz gut beschrieben sind und beschreibbar sind, formalisiert, sodass man, wenn man die entsprechenden Metadaten hat, sich diese Referenzen immer dynamisch zusammenbauen kann, wie man es gerade braucht. Das heißt, im Wesentlichen will man, schauen wir mal, ob ich da irgendwas habe, ich denke, da kann ich es euch anhand sein, will man ein Plugin für die Textverarbeitung haben, wo man nicht die fixfertig formatierte Referenz ins Paper einfügt, sondern einfach nur über das Plugin irgendeinen Referenzschlüssel, und wenn man fertig ist, drückt man einmal aufs Knopfball, lasst ihr das alles ersetzen, lasst ihr das Literaturverzeichnis generieren. Jetzt ist da. Und gut ist die Sache. Man braucht sich nicht mehr groß darum kümmern, wann die Metadaten entsprechend vorhanden sind. Ich spreche jetzt die ganze Zeit von Metadaten.
Wenn ich von Metadaten spreche, dann spreche ich von den Informationen, die ich brauche, um ein wissenschaftliches Paper wieder auffinden zu können. Das ist immer die Anforderung. Ein Paper hat immer ein Literaturverzeichnis und in dem Literaturverzeichnis muss ich alle meine Quellen angeben, mit der Zielsetzung, dass jemand, der das Paper liest, sich diese Papers dann wieder aussuchen kann. Ja? Und da haben Sie im Wesentlichen bestimmte Standards oder Usancen eingebürgert, wie man denn so eine Literaturreferenz angibt. Jetzt haben wir das da. Wenn wir da ganz zufällig in irgendwann reinschauen, in irgendein Paper, sehen wir das, da steht irgendwo, stehen die Autorennamen, dann steht irgendwo der Titel des Papers, dann steht irgendwo das Jahr dabei und normalerweise dann nur, wo das erschienen ist. Wo das erschienen ist, hängt dann davon ab, welche Literatur das ist. Wenn wir von einem Buch reden, steht da auf jeden Fall der Verlag. Sehen wir. Zum Beispiel da. Also ohne dass jetzt weiß, dass das ein Buch ist, allein aus der Formatierung der Referenz, McGraw-Hill, das ist ein Verlag, merke ich, das wird ein Buch sein. Das hat der Herr und die Frau Pressman geschrieben. Das Buch heißt Software Engineering, das ist die 5. Ausgabe, die 2000 erschienen ist. So, und damit weiß ich, nach was ich suchen muss, wenn ich das dann suche. Wenn es jetzt um einen Zeitschriftartikel zum Beispiel geht, da haben wir einen Zeitschriftenartikel, haben wir auch wieder selbe Informationen, die Namen der Autoren des Artikels, dann den Titel, The Fundamental Nature of Requirements Engineering Activities as a Decision Process, das war der Titel vom Paper, kann man das wissen? Und dann wieder, wo es erschienen ist, in dem Fall schreibt man dann hin die Zeitschrift. Die Zeitschrift ist Information and Software Technology, so heißt die Zeitschrift. 4514 ist jetzt der Jahrgang, also der 45. Jahrgang dieser Zeitschrift, die gibt es offensichtlich schon relativ lang. Und in dem Jahrgang 45 die 14. Ausgabe. Die kommt offensichtlich relativ oft außer. Dann wieder das Jahr dazu. Und dann, wenn es um Zusammenhänge gibt, auch noch sinnvoll, auf welchen Seiten dieses Journals das erschienen ist. 945 schaut jetzt tragisch aus, was es tatsächlich ist. Das ist immer pro Jahrgang durchnummeriert und wann eine Zeitschrift so viel Ausgaben hat, 14 pro Jahr, dann sind wir da wahrscheinlich einfach, sehen wir, eine Ausgabe wird wahrscheinlich um die 80 Seiten haben, das heißt bei der 14. Ausgabe sind wir irgendwo bei um die 1000 Seiten. Das ist schon wirklich viel für Zeitschrift. Muss man dazu sagen, da sehen wir anders. Auch eine Zeitschrift, auch wieder die Autoren. Field Room Software Engineering, wieder der Titel. IEEE Software ist die Zeitschrift. Vierter Jahrgang, Ausgabe 5 von 1987, Seiten 19 bis 25. Offensichtlich in dieser Ausgabe, weil das war jetzt wieder ein bisschen wenig von der Seitenzahl für die 5. Ausgabe. Wir wahrscheinlich nicht mehr weiter da ins Detail gehen. Diese Information muss ich irgendwo haben, so würde ich sagen. Ja, die muss da irgendwo in der Datenbank, da in der Seite habe ich jetzt die Autoreninformation, das Journal, wo es erschienen ist, Publikationsdetails, unterschiedliche Felder. Die muss ich in der Struktur mit ablegen, dann kann man die Literaturverwaltung, je nachdem, was ich haben will, in welchem Format ich haben will, diese Referenzen automatisiert zusammenstellen. Ich glaube, früher haben wir das im Wesentlichen für die unterschiedlichen Referenztypen oder die Zeitschriften, wo man erscheint oder wo man rausbringen lassen will, immer noch schauen müssen. Also da gibt es immer dann so eine Publication Guideline, wo die Referenzlisten drinnen ist, wie die zu formatieren ist und das hat man sich halt dann zusammensuchen müssen. Und wenn es vorkommt, dass man zum Beispiel einen Zeitschriftartikel irgendwo einreicht und der da klingen wird und man reicht ihn dann irgendwo anders ein, dann ist die schönste Arbeit, die ganzen Referenzen auf den neuen Standard umzuschreiben. Das ist das, was man überhaupt nicht machen will. Bei dem Artikel, der 13 Monate im Review gebraucht hat, war das zweimal der Fall. War ich das nicht, also schon davor, der ist 16 Monate alt. Der ist glücklicherweise dann eben schon mit der Software gemacht worden, das heißt zumindest das Umformatieren war kein Problem. Schaut in der Praxis dann so aus. Schauen wir mal da. Findet man das. Ich ziehe das jetzt wirklich von hinten auf, dass ich einmal einen Eindruck gebe, wie man sowas bedient.
Ich habe dann irgendwo einen Button in meiner Textverarbeitung oder einen Hotkey, ich habe da jetzt einen Hotkey. Dann kommt da mein Suchinterface und ich sage, da soll ich jetzt bitte eine Referenz auf eine von meinen Paper rein. Erwischt. So, und dann kommt da Platzhalter rein, aus dem Namen. Das, wenn du diesen Schwung in Klammern einfügt, das ist der Platzhalter, das ist die Paper-ID, wie sie in meiner Literaturverwaltung drin ist. Ja? Also das ist noch nicht fertig formatiert. Und dann muss ich irgendwann einmal hergehen und sage so, und jetzt formatieren wir es fertig. Das mache ich ebenfalls mit diesem Plugin und dann geht dieses Plugin das ganze Paper durch, sucht sich diese Platzhalter, sammelt die Referenzen, die damit referenziert sind, ersetzt es da drinnen durch das korrekte Format und stellt ans Ende die abschließende, oder das Quellenverzeichnis. Was wir da jetzt sehen, ich habe es vorher gesehen, das ist auch schon eine Revision, also eine Überarbeitung eines Artikels, der war schon einmal vorformatiert, das heißt, wir sehen da zum Beispiel Hermann et al. / 2002, das ist schon fix fertig formatiert nach diesem APA-Zitierstandard, der da verwendet wird, und jetzt lasse ich es einfach nochmal drüber. Wenn ich es jetzt nochmal drüber rennen lasse, tue das jetzt wieder aus, das brauche ich dann nicht, sage ich dann einfach Format Manuscript und dann dauert das eine Zeit lang, das kennt das jetzt und geht es jetzt dann durch und ersetzt diese Platzhalter durch die korrekt formatierten Referenzen. Auch da erzähle ich wahrscheinlich nichts Neues. Funktioniert immer so, dass direkt im Text das sogenannte Kurzzitat angegeben wird, also das, was da jetzt Klammer, Autorname, Jahrgang war. Und mit diesem Schlüssel, diesem Kurzzitat, der im Text drin steht, kann ich dann hinten ins Literaturverzeichnis gehen und mir das Vollzitat aussuchen. So, und das gibt es, wie gesagt, jetzt in den unterschiedlichsten Standards. Das ist eines der verbreitetsten, das kommt aus dem psychologischen Bereich. Vorher gesagt, der APA-Zitierstandard, das ist die American Psychological Association, APA. Und der wird gern verwendet, weil er bei Weitem der ausdefinierteste Zitierstandard ist, den es gibt. Also der behandelt alle möglichen Spezialfälle, die man haben kann. Es gibt ein tolles Buch, Citing. Ich weiß nicht genau, wie es heißt, der APA-Standard, wie man da zitiert, das hat 150 Seiten, mit einem möglichen Beispiel. Das hat man meistens nicht, normalerweise hat man einfach ein Beispielliteraturverzeichnis, wo so die wesentlichen Fälle angegeben sind und mit Spezialfällen spült man sich halt dann ein bisschen. So, wir sehen, jetzt ist das da ersetzt, was vorher diese kryptische Referenz war, ist jetzt Feldman and Pentland 2003. Und wenn wir nach hinten gehen, das ist jetzt das generierte Literaturverzeichnis, finden wir das da. Feldman, Pentland 2003, Reconceptualizing Organizational Routines as a Source of Flexibility and Change, erschienen in Administrative Science Quarterly, das wird die Zeitschrift, 48. Jahrgang, erste Ausgabe, Seite 94 bis 118. Funktionieren tut es deswegen, weil dieses Teil eben genau da in meiner Literaturverwaltung drinnen ist. Wir sehen da die Metadaten, die dazu abgespeichert sind. Es steht einmal, das ist bitte ein Journal-Artikel. Ja, der Typ ist wichtig, weil nur so weiß die Literaturverwaltung dann, welche der Metadaten, die da angegeben sind, relevant sind. Wäre es ein Buch, würde man Ausgabe und Nummer zum Beispiel nicht brauchen. Ne? Weil es ein Journalartikel ist, erwarten wir diese Daten. Dann haben wir den Titel, die Autoren, das Journal, wo es erschienen ist. Und dann diverse Publication Details, die für die Referenz mehr oder weniger relevant sind. Das alles sagen sich nur die ausgeführt, die wirklich relevant sind. Volume, habe ich mal gesagt, also Jahrgang, Issue, die Ausgabe, die Seitenzahlen und in welchem Jahr das ist, erschienen ist. Über Submitted, Revised, Accepted, da irgendwelche Daten ausgeben, das weiß man meistens nicht, weil die eigenen Papers und hat nur bedingt Mehrwert, das kommt sowieso nicht in die Literaturreferenz
wir vorher gesehen haben bei der Bircher Edition, also die wievielte Ausgabe des Buches ist es denn, City, das wird gern angeben, wenn man bei einem Verlag, das hat jetzt historisch gefunden, wenn man bei einem Verlag publiziert, dann war es früher so, dass man auch unterschiedlichen Niederlassungen publizieren hat können, dann nicht da die City nur mit angeben. Das hat sich aber eigentlich überlebt. Was noch wichtig ist, ist da nicht angehen, sehr gut, ist der sogenannte DUI. Kennst du den? Schon mal gehört? Ja. DUI ist kurz für Digital Object Identifier und hat sich in den letzten Jahren etabliert als eindeutiger Identifier für einen wissenschaftlichen Artikel oder ein Buch. Also kann ich jedem digital verfügbaren Objekt zuweisen. Aber er kriegt vom, so muss man sagen, der Herausgeber, also der es dann letztendlich veröffentlicht, also der Verlag, der weist einer Publikation an die DUI zu. Das hat einen großen Vorteil. Es gibt einen Resolver-Dienst, der ist unter DUI.org verfügbar. Und egal wo das erschienen ist, ist es Paper und ob die Webseiten im Hintergrund über die Jahre nur 5 Minuten zu ist, der DUI bleibt immer gleich und dieser Resolver-Dienst kann diesen Link auflösen. Das heißt, wenn ich den DUI habe und dann einfach DUI.org/ und dann die Nummer, die da eingibt, dann wird mir der immer auf die aktuelle Webseite des Artikels bringen. Und dort kann ich dann noch normal verifizieren und runterladen. Das heißt, wenn man den DUI hat, dann kann man sich die meisten Metadaten, die wir angegeben haben, ersparen, weil wenn man die Information hat, kann man auf den Artikel immer zugreifen. Und nachdem es ja rein pragmatisch gesehen nur darum geht, dass irgendwer anderer den Artikel wieder finden kann, reicht man da die EU im Wesentlichen aus. Macht es ja zum Beispiel einfacher, ich muss vielleicht noch sagen, auf Artikel zuzugreifen, die in einer Zeitschrift zum Beispiel schon akzeptiert sind, aber noch nicht erschienen sind. Ja, mit der Acceptance Notification kriegen die Teile normalerweise so an die EU zugeordnet. Und dann kann es aber nur ein paar Monate dauern, bis die ja wirklich im Print erschienen sind. Damit die aber schon zitierbar sind, haben wir mal da. Das ist der, von dem ich jetzt die ganze Zeit geredet habe, der Artikel. Da sieht man, der hat zwar schon ein DUI, das ist dieser DUI-Name, der hat aber nur keine Ausgabe und Nummer, also keinen Jahrgang und keine Nummer zugewiesen. Damit wäre er eigentlich nach diesem Zitierstandard, wie wir gesehen haben, noch nicht referenzierbar. Der ist einfach nur in Press. Da ist noch nicht klar, wann der wirklich erscheint. Ja, der kommt irgendwann in den nächsten Ausgaben dann im Print raus. Digital ist aber schon verfügbar, das heißt, da würde man dann einfach so referenzieren. Da sieht man übrigens auch die Historie. Einreichen, das habe ich am 4. März hingeschickt. Dann für die Zwischenrevisionen, das war die letzte Revision, 23. November. 17. Jänner haben sie dann endgültig gesagt, ja, passt, nehmen wir an. Und mit 3. Februar war er dann in der ersten Version online, dann hat es jetzt dann eine Überarbeitung für die Formatierung und die Formulierung gegeben und seit 2 Wochen ist er jetzt da wirklich online. Zurück. So, also der unmittelbare Mehrwert und allein schon ausreichend Grund, warum man das verwenden will, ist dieses automatische Generieren des Literaturverzeichnisses. Also man hat auch relativ schnell dann umgestellt, wenn ich sage, ich würde es noch einen anderen Standard zitieren, zum Beispiel den IEEE, den wir fürs Pro-Seminar verwenden. Dann lassen wir das noch einmal drüber reden und dann wird das jetzt noch ein.
Die ganzen Standards unterscheiden sich dann auch nur, ob die Referenzen alphabetisch sortiert sind oder nach Zeitpunkt des ersten Auftretens in Papers sortiert sein müssen. Gerade wenn es die Nummern zitierweise gibt, so wie wir es da jetzt bei Replikle haben, fangen die entweder in der Reihenfolge an, damit die Nummern aufsteigend im Paper vorkommen, oder auch erst recht wieder alphabetisch. Und gerade wenn es um alphabetische Nummerieren geht und man kommt bei einer Überarbeitung drauf, man möchte jetzt da dazwischen gerne nur was reinhaben. Ja, bei einem Artikel mit 60 Referenzen, wenn man die 15. Stelle einen neuen Artikel rein tut, dann tut man mal 45 Referenzen neu nummerieren, wenn man dazwischen wieder eine da hat. Also lauter Sachen, die man wirklich nicht machen will. Deswegen sowas verwenden. So, jetzt habe ich schon gesagt, damit es funktioniert, muss die Literaturverwaltung die Metadaten möglichst geschickt verwalten und muss es mir erlauben, mit der Literatur oder die Literatur so zu strukturieren, dass ich es auch wiederfinde, wann ich es brauche. Ja. Auch da, wenn man damit beginnt, ist das noch nicht so besonders unübersichtlich. Wenn man dann ein paar Jahre dabei ist, also das ist meine Literaturdatenbank, die ich seit Anfang an verwende, da sind jetzt 1360 Papers drinnen, die habe ich alle schon irgendwann einmal gebraucht. Die kenne ich nicht mehr alle, ich weiß nicht, ob ich irgendwas schon, also bei den Denksten, die ich immer wieder brauche, weiß ich schon, ob ich es drinnen habe und wie die ersten, aber ich kenne die nicht mehr alle. Deswegen will man eigentlich was haben, was es mir erlaubt, diese Datenbank zu strukturieren und über Collections brauche ich nicht groß was erzählen, ja, also irgendwelche Sortiermechanismen. Das ist eher vielleicht relevant, nach was sortiere, neulegen ist noch irgendwelche Themen, zu denen ich forsche. Was sie mir, was nützt, also was sie bei mir nützlich erwiesen hat, ist mir eine Collection zu machen pro Paper, weil mich sehr recht erinnert, dass ich für irgendein Argument in irgendeinem bestimmten Artikel schon einmal einen Beleg gefunden habe. Aber nicht mehr genau weiß, was das für ein Beleg war. Und wenn ich dann eine Gruppe habe für ein bestimmtes Paper, das und das Paper, dann weiß ich, da drinnen kann ich noch schauen und da wird die Referenz irgendwo drinnen sein. Ja, auch das ist jetzt wieder was, was man dann relevant wird, wahrscheinlich, wenn man länger damit arbeitet. Die geschickten Systeme bieten dann auch noch irgendwie an, mit den Volltexten, die man sich natürlich auch da drinnen gerne verwalten möchte, zu arbeiten, die zu annotieren und aus den angestrichenen Dingen dann irgendwie die Texte, die angestrichen sind, zu extrahieren. Damit wird es durchsuchbar und ich tue mir leichter, meine Papers wiederzufinden. So, und dann müssen wir es natürlich nur irgendwie einbringen, diese Information. Und dazu möchte man eigentlich auch gern irgendwie ein Browser-Plugin oder so haben. Die Literatur lebt heute im Wesentlichen online, man findet eigentlich alle Artikel irgendwo im Web, mitsamt den Metadaten in mehr oder weniger gut aufbereiteter Form, aber meistens steht es irgendwie dabei und man möchte es irgendwie da reinbringen. Und da unterscheiden sich jetzt die verfügbaren Produkte stark, da gibt es welche, die versuchen das irgendwie automatisiert auszutreuen, und da gibt es welche, die machen gar nichts dafür und man muss das manuell machen. Ich habe da eins, wo man es manuell machen kann, sage dann auch noch ein kleines warum ich das verwende. Vorher aber vielleicht wirklich jetzt einmal einen kurzen Überblick über die Produkte, von denen wir sprechen. Ihr habt es jetzt schon gesehen, oder hat auch wieder eigentlich drei Kategorien. Vier Kategorien. Klassische Standalone-Software, so wie wir das jetzt da gesehen haben. Das heißt, irgendein Programm, das ich mal lokal am Rechner runterlade und da meine Datenbank drin habe. Das, was ihr jetzt gerade gesehen habt, das gibt es auch für Windows, das nennt sich Papers. Gehört mittlerweile dem Springer Verlag. Kostenpflichtig, funktioniert aber nicht so schlecht. Tut nicht genau das, wie es gerne hätte, aber immer noch das Beste, was ich bis jetzt gefunden habe. Der Platz hier, den seit Jahren am Markt gibt, der nennt sich EndNote. Der ist nur beim Markt, weil er schon gemacht war. Nicht verwenden. Aber uns sicher muss auch irgendwo fließt. Was man verwenden kann, offensichtlich, ohne dass ich jetzt wirklich praktische Erfahrung damit hätte, ist das Citavi. Citavi, genau. Citavi. Für das gibt es eine Campus-Lizenz.
heißt, jeder, der ja auf Druck ist, kann das frei verwenden. Auch das irgendwie schon so. Dann gibt es aber eine zweite Gruppe, die durchaus ein Blick wert ist, und das sind die Online-Produkte. Und da drei vielleicht zu erwähnen. Aber vorhat, dass man sowieso nie wieder mal mit wissenschaftlicher Literatur macht und nur was ganz Grundlegendes braucht, dann kann man gleich den Google Scholar verwenden. Der Google Scholar hat seit ein paar Monaten Minimalliteraturverarbeitung integriert. Sobald man mit einem Google-Account eingeloggt ist, haben wir da ganz oben meine Bibliothek. Und da kann ich mal, wenn ich Suchergebnisse habe, kann ich mal auf den Speichern-Link drücken und dann geht es in meine Bibliothek über. Der kann nicht wirklich was. Der erlaubt nur, sich Artikel zu merken. Was er halt tut, das habt ihr ohnehin vorhin gerade gesehen. Also ich kann, was ich schon kann, sind Labels machen, das heißt zur Kategorisierung zuweisen, das unterstützt er. Und was er automatisch extrahiert, wenn ich ein bisschen wissenschaftlich tätig war, welche Arbeiten ich schon irgendwo mal zitiert habe. Das ist von mir zitiert und meine Zitate, wer mich zitiert hat. Das ist halt irgendwann mal relevant, weil das auch die Metrik ist für den Wissenschaftler, an dem er gemessen wird. Wie hochqualitativ hat man publiziert und wie stark ist das rezipiert worden, also wie viele Zitationen der Artikel hat man. So kann man nehmen, aber hat keine Integration einer Textverarbeitung, erlaubt keine Bearbeitung der Volltexte, wirklich nur die Basics. Spannender ist, ein Zotero. Kennt ihr es ja? Ja, ne? Zotero hat angefangen als Firefox-Plugin, mittlerweile ein alle gängigen Browser überlebt, aber nach wie vor im Browser, ist eine Literaturverwaltung, die lokal am Rechner abgespeichert über den Browser das User-Interface zur Verfügung stellt, und das hat den Anspruch immer schon gehabt und hat dann nach wie vor die Metadaten eines Artikels automatisiert zu extrahieren. Das heißt, worin das gut ist, ist, ich surfe auf irgendeiner Webseite von einem Artikel, drücke auf den Knopf und der zieht mir die ganzen Metadaten automatisiert aus. Eben, grab your research with a single click. Das ist der Claim. Und funktioniert auch gut, hat ein Word-Plugin, kann dementsprechend diese Literatur Verzeichniserstellung übernehmen und hat mittlerweile auch eine soziale Komponente drin, das heißt, ich kann Literatursammlungen freigeben und wieder einmal gemeinsam bearbeiten. Was eine wirklich gute Idee ist, wenn man gemeinsam eine Seminararbeit schreibt, zum Beispiel. Ja, weil man ansonsten nie auf denselben Stand kommt. Ein Produkt, das aus der anderen Richtung gekommen ist, nämlich aus der sozialen Mendeley. Mendeley hat angefangen als soziales Forschungsnetzwerk im Wesentlichen mit einer Literaturverwaltungskomponente. Das heißt, es hat dieses Share, Referenzen sharen oder gemeinsam bearbeiten von Grund auf integriert, was bei Zotero irgendwann dazugekommen ist. Dafür ist es bei der automatischen Extraktion jetzt gut. Also da sind wir eher quasi in der Kollaboration besser verankert. Beim Zotero sind wir eher beim automatischen Extrahieren besser verankert. Was das Mendeley hat, was das Zotero nicht kann, ist, das Mendeley hat auch einen Offline-Client. Den kann man overloaden, der ist nämlich hässlich, aber funktional. Damit brauche ich keine Online-Verbindung, vor allem wenn er Literatur will. Das heißt, das synkt man einfach. Zumindest war er hässlich, wie ich ihn das letzte Mal verwendet habe. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile besser war, aber das war halt der Java-Teil mit entsprechenden User Interface. So, das sind die wichtigsten wahrscheinlich. Ich habe vier.
aus historischen Gründen, sagen Interfaces für die Verwaltung von BibTeX. Literaturdatenbanken, BibTeX kennt wer? Ja, gut. Hat er nach wie vor seine Daseinsberechtigung. BibTeX ist eine Literaturverwaltung, die im Kontext von LaTeX entstanden ist. LaTeX habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist dieses Textsatzsystem, das sich der Donald Knuth, der Mensch, der The Art of Computer Programming geschrieben hat und immer noch schreibt und das schreiben wird, bis er stirbt irgendwann einmal und dann immer noch fertig sein wird, das sich der geschrieben hat, damit er The Art of Computer Programming überhaupt schreiben kann. Ja, also der ist irgendwann hergegangen in die 70er Jahre, wollte da dieses Standardwerk der Informatik schreiben und ist drauf gekommen, es gibt nichts Gescheites, mit dem man das setzen kann. Also das wird nicht schön. Und hat dann TeX tatsächlich, TeX war die Version, T-E-X, TeX geschrieben. Mit TeX kann man eben einen professionellen Literatursatz automatisiert machen. Funktioniert dann nach wie vor heute. Das ist eine Katastrophe zu benutzen, funktioniert, aber wie gesagt, in die 80er Jahre oder Anfang der 90er ist dann irgendwer hergekommen und hat gesagt, das ist so schlimm zu benutzen, dass man da irgendwie was braucht, mit dem es leichter wird, und hat dann LaTeX gemacht. LaTeX ist vom Leslie Lampert, also das La kommt vom Lampert, ist im Wesentlichen ein Makropaket für TeX, das das Ganze irgendwie zugänglich macht. Und das ist das, was wir heute kennen, wo wir LaTeX-Artikel schreiben. Jeder schon mal gesehen einen LaTeX-Artikel? Nein, schauen wir mal kurz. Wo habe ich da einen? Fehlt mir kein Wort. LaTeX ist im Wesentlichen ein textbasiertes Format mit Textauszeichnung gesprochen. Heute würden wir es mit XML machen, im Wesentlichen, oder Markdown oder sonst irgendwas. Hat es alles damals nicht gegeben. Aber man beschreibt, so wie in HTML, die Struktur einer wissenschaftlichen Publikation und kümmert sich dann, warum das so lange dauert hat, und lässt sich dann das System darum kümmern, wie das auszusehen hat. Und wo LaTeX ist ja nicht gut, ist im Formelsatz. Also das ist so das Standardding, mit dem man mathematische Formeln setzen kann. Und dementsprechend ist es im naturwissenschaftlich-technischen Bereich nach wie vor sehr verbreitet. Außerdem macht es sehr einfach, einen einheitlich formatierten Konferenzbandaussatz geben, sodass zum Beispiel Springer, da haben wir glaube ich eins, Springer heute noch, nicht mehr ausschließlich, aber bevorzugt fordert, dass man, wenn man einen Konferenzartikel einreicht und der bei Springer erscheinen soll, den das LaTeX-Source einreicht, damit die Formatierung einfacher funktioniert. Da sehen wir was. Wer das ausprobieren will, schaut nicht, und ihr kriegt nie wieder so einfache Gelegenheit, das auszuprobieren, weil wenn ich nie wieder so kurze Arbeit schreiben werde, zwei, drei Rennen im Pro-Seminar. Von der IEEE habe ich ja online gestellt, gibt es auch LaTeX-Templates. Man schreibt im Wesentlichen Plaintext, so wie da, und druckt dann einmal, zweimal oder dreimal aufs Knopfhaut, bis dann der finale Artikel ausprobiert. Also es ist tatsächlich so alt, dass man nicht einmal draufdruckt und dann ist es fertig, sondern das ist ein Multipass-Rendering-Prozess, das muss einmal durchrennen, dass die Metadaten da sind, dass er weiß, wie der Artikel strukturiert ist. Dann muss man nur mal drauf, speichert er dann in ein separates Textfile, dann muss man nur mal draufdrucken, dann findet er das Textfile, dann weiß er, wie der Artikel strukturiert ist, und dann kann er zum Beispiel ins Verzeichnis generieren. Und wenn man dann mit Literaturreferenzen arbeitet, dann dauert das teilweise 3 oder 4 Durchgänge, bis das wirklich in der letztendlichen Version da ist. Was total super ist, wenn man zum Beispiel seine Dissertation damit schreibt, so wie ich, und einmal durchlaufen lassen, 2 Minuten dauert, dann hat man auch Zeit zum Auslassen. Aber im Wesentlichen schaut es aus wie ein HTML, nur dass man halt so mit Backslash gekennzeichnete Keywords hat, wo dann Text kommt, mit wieder irgendwelchen Textauszeichnungen, Emphasize, also Betonen,
und sie dann irgendwie so der Artikel zusammenfügt. Was man da sieht, ist dieses Zitiert, was wir vorher im Word gesehen haben. Das mache ich da auch textbasiert, das ist eben jetzt BibTeX. Ich habe da irgendwo ein separates BibTeX-File, auch das ist textbasiert, da ist definiert, dass es einen Artikel Johnson Layer 81 gibt. Das ist das Citation Key. In dem textbasierten File sind auch die Metadaten hinterlegt. Und durch Cite, geschwungen in Klammern mit diesem Key, erzeugt dieses LaTeX oder das BibTeX dann die korrekte Referenz. Also kann man wieder sagen. Nachdem das alles nicht besonders komfortabel ist, zu bedienen, vor allem wenn wir dann, schauen wir mal, ob wir da irgendwo das BIP-File auch haben, da. Also auch das ist was man nicht händisch schreiben will. Da tun wir nicht Klammern und Excel-Sheets und so, Ende nie. Und wenn man eins vergisst, funktioniert es nicht mehr, irgendwann bei Strich falsch setzt oder so. Das will man nicht händisch machen, deswegen gibt es Interfaces, die diese Verwaltung machen. Die sind alle schier, das haben das ganz sicher auch funktionieren. Kann man nehmen JavaRef. JavaRef basiert auf der Eclipse Switch Client Plattform, dementsprechend schaut es aus, aber wie gesagt, tut was es soll. Wenn man es häufig bedient und ist, dann braucht man einen Neck dazu, ist BigDesk. Mit dem habe ich heute auch gearbeitet. Das funktioniert ganz gut. Und macht das noch irgendwo drauf da. Und macht folgendes. Es ist eigentlich das gleiche macht, wie wir es vorher in den Papers gesehen haben, diese textbasierte Literaturdatenbank irgendwie zugänglich darstellt und gegebenenfalls, falls man es hat, mit Dropfiles hier auch wieder die Volltexte verwaltet. So, das heißt, für Leute, die LaTeX ausprobieren oder LaTeX ausprobieren wollen, würde ich jetzt eins von den beiden empfehlen. Wobei man dazu sagen muss, auch alle anderen Produkte kennen im Normalfall, nachdem es das eine Standardformat ist, das ist BibTeX, können normalerweise BibTeX Records exportieren. Und dann kann man es erst recht wieder verwenden. Das ist kein großes Problem. Wenn man ohnehin mit Word arbeiten will, kann man entweder Citavi nehmen, die Campus-Lizenz, wie gesagt, kommerzielles Produkt, die jetzt für verwenden ist, oder vielleicht für die Zusammenarbeit spannend, wenn es ein Seminar gibt, wo man zum Lehrer schreibt, wäre ein faires zu der Am Ende kann man sich nicht mehr, weil es zu lange nicht mehr angeschaut ist, was ich nicht weiß, wie gut es ist. Was bitte aufpassen müsst, und ich sage das jetzt einmal, und ich werde es dann bei den individuellen Besprechungen wahrscheinlich nur öfter sagen müssen, ist bei der automatisierten Extraktion der Metadaten. Da kommt manchmal wirklich massiver Blödsinn raus, und wenn in den Metadaten Blödsinn drinnen steht, dann ist die Referenz unvollständig im besten Fall oder Blödsinn im schlechten Fall. Das heißt, so praktisch es ist, wenn so der einfach aufs Notfalls drucken, bitte auf jeden Fall nur mal da in die extrahierten Referenzdaten einschauen und schauen, ist das vollständig und steht da irgendwas Sinnvolles drinnen. Weil ansonsten schaut das Literaturverzeichnis zwar super aus, aber es hilft kein, was da nichts drinnen steht, was man verwenden kann. Ich habe es jetzt gesagt, jeder hat es gehört. Und ich wette jetzt dann mit mir, wie oft es nur. So, ja. Also bitte auf jeden Fall Literaturverwaltung verwenden. Macht eine Pause, wird schon langsam anstrengend. Jetzt nicht. Okay, dann weiter. Wenn man Literaturverwaltung hat, dann kann man das hier wirklich an die Suche machen und gehe vorher nochmal, machen wir die Brücke zuerst zur Literaturverwaltung nochmal. Wenn ich mich an die Suche mache, ist irgendwas, und Eden Scholar verwende, dann gibt es auch eine Möglichkeit, möglichst
nahtlos und trotzdem qualitätsgesichert diesen Import in die Literaturverwaltung zu machen. Und das ist, indem man sich vom Scholar den Link einblenden lässt, der sich dann nennt, in BibTeX importieren. Was nämlich jede Literaturverwaltung kann, die kann nicht nur BibTeX exportieren, sondern die kann im Nachfrage BibTeX importieren. Das heißt, ich kann da auf den Link drucken und habe dann einmal auf den ersten Blick schon ungefähr, was das Scholar gefunden hat. Das ist alles automatisiert generiert, der macht Best Effort, was er findet, das packt er in die Referenz rein. Aber ich habe da schon mal einen Blick, ob das halbwegs vollständig ist. Ja, manchmal findet er nur die Autoren und den Titel und sonst nichts. Dann habe ich mit dem nichts angefangen, dann muss ich mal irgendwo weiterschauen. Sehe aber da schon, was drinnen ist, gehe dann auf Kopieren und kann dann normalerweise in jeder Literaturverwaltung möglichst oder relativ einfach sagen, New Paper from Clipboard, zack und drinnen ist es. Schon aufbereitet und ich bin mir sicher, dass es auch vollständig war, die Referenz. Jetzt wieder löschen wir den Hobby schon. Hoppala, den Link sieht man, okay. Den Link sieht man nicht von Haus aus. Dazu braucht es wieder einen Google-Account. Geht man einmal auf die Einstellungen und wird da unten, wo steht Bibliografie-Manager, wird aus, dass man gerne einen Link zum Importieren der Metadaten im Format XY haben möchte. BibTeX ist die Standardauswahl, die funktioniert ja überall. Da gibt es noch ein paar andere Formate, die man verwenden kann. Aber mit BibTeX ist man auf der sicheren Seite. Das sind drei andere, die eigentlich auch jeder Import, jeder Literaturmanager importieren kann. Wenn wir schon da sind, was auch ganz praktikabel ist, ich habe schon gesagt, manchmal bleibt es nicht aus, weil manchmal findet man einfach irgendein Literaturstück online nicht, dann bleibt es nicht aus, dass man in die Bibliothek geht. Was das Scholar kann, wenn man es einem angibt, ist im Bibliothekskatalogen gleich mitzusuchen, ob das Werk, das man gesucht hat, dort verfügbar ist. Dann kommt man nämlich direkt gleich auf die Standortanzeige für die Bibliothek. Für uns ist ganz geschickt, wenn man da gleich den Verbundkatalog, also den Austrian Union Katalog angibt, der geht über sämtliche österreichische Bibliotheken, dass die sich dann einfach, ist es an der Linz oder an der Uni oder sonst irgendwo verfügbar und wo denn? Das kann auch nicht von Haus aus, das muss man auch einstellen. Wie gesagt, wenn man es dann findet, findet man da irgendwo eins. Nein. Wurscht. Dann würde er da den Link direkt in den Verbundkatalog anzeigen. Da kommen wir aber noch einmal dazu. So, dann jetzt endlich zur eigentlichen Suche. Suchen mit einer Suchmaschine kann eh auch jeder grundsätzlich. Das heißt, ich werde jetzt eher auf die ein bisschen fortgeschrittenen. Auf die Schmeiß eingehen, die man verwenden kann, um zu wirklich relevanten Literatur zu kommen. Der erste Schmäh ist, möglichst geschickte Keywords auszuwenden, auszufinden und die zu verwenden. Das sagt sie einfach, als es da ist. Weil was man wissen muss, ist, dass es in der Wissenschaft immer wieder so in sich geschlossene Communities gibt, die sich auf ein bestimmtes Fachvokabular einigen und das dann verwenden. Und wenn ich das nicht kenne, habe ich keine Chance, relevante Artikel zu finden. Nur viel schlimmer, es gibt Communities, die in sich abgeschlossen sind und die zum selben Thema forschen, aber anders dazu sagen. Mhm. Damit finde ich immer nur, wenn ich einmal irgendwo in das Richtige reingestochen habe, finde ich dann nur die Artikel aus der einen Bubble, aber die aus der anderen kommen mal nicht unter. Und das passiert mir ständig im Wesentlichen. Dass man so dahin sucht und irgendwann einmal vertippt man sie oder nimmt man irgendein anderes Wort zufällig oder es kommt dann in irgendeinem Artikel irgendein Begriff runter, dann muss ich den Kunde einmal suchen. Gott, wenn man Englisch, ne, gibt es vielleicht einmal das Wording, einmal das Wording.
oder ein Begriff in Deutsch, der sich auf Englisch unterschiedlich übersetzen lässt und damit kommt man dann in unterschiedliche Bereiche. Und eigentlich haben wir das Gefühl, man kennt eh schon die gesamte Literatur und man hat schon eine Woche gesucht und es kommt nichts mehr. Und dann verwendet man einmal den Begriff und das ist wie wenn man eine Wasserpumpe mit einer Nadel ansticht. Dann macht es platsch und ich habe 50 neue Artikel darin. Das passiert, ja, und da kann man auch nicht groß was dagegen machen. Man muss sich aber dieses Potenzials bewusst sein. Das heißt, was man macht, ist, man definiert sich das Suchvokabular nicht einmal und bleibt dann dabei, sondern man sieht das eher so als einen lebendigen Körper an, der sich je nach Suchergebnis immer wieder erweitern, verengen, verändern kann. Irgendwo muss man aber einsteigen und die einzige Chance, die man hat, ist im Wesentlichen aus seiner Fragestellung irgendwie die relevanten Wörter, Themenbereiche auszufiltern und dann einfach einmal mit Kombinationen aus diesen Begriffen in die Literatursuche einzugehen. Ich nehme jetzt das Beispiel, das ich das letzte Mal gehabt habe, ohne dass ich weiß, was da jetzt kommt. Kann. Und diese Wörter nehme ich jetzt einfach einmal her und schaue, was da daherkommt. Das erste, was uns auffällt, wenn wir wissen, wo wir hinschauen, ist, dass da eins, zwei, drei, vier Patente drin sind. Patente sind ziemlich fach. Die haben keinen wissenschaftlichen Anspruch. Das Cola sucht es nur standardmäßig mit. Also gerade wenn wir in einem sehr angewandten Bereich sind, in einem Engineering-Bereich, dann kommen wir da gerne mal Patente. Die man eigentlich nicht haben wollen. Ihr seht es aber schon. Hackerling. Dann kommen wir nochmal die Literatur. Referenzen. So, und wenn wir da jetzt schauen, das erste, auf was wir schauen können, vielleicht wollen wir jetzt nicht im Thema bleiben, sondern wie ich jetzt da hinschaue, das erste, was ich sehe, ist im Wesentlichen der Titel. Und da schaue ich, kommen meine Suchwörter vor. Was mir jetzt da auf den ersten Blick auffällt, ist, dass Authentication grundsätzlich nirgends vorkommt. Dass die Frage, ob Authentication als solches separat wirklich in der Literatur behandelt wird oder ob das Teil des Secure Instant Messaging ist. Dazu muss man aber jetzt dann in die Artikel reinschauen. Was man nur auf den ersten Blick sieht, sind die Autoren. Das ist jetzt nicht besonders spannend, wenn man aber mal ein bisschen ein Gefühl für den Bereich hat, in dem man sucht, weiß man, wer so die wesentlichen Autoren sind, die immer wieder kommen, die zu einem bestimmten Bereich gearbeitet haben. Und dann ist es durchaus ein Suchkriterium, der schon wieder. Ja, oder es ist dann oft so, dass in den wissenschaftlichen Communities die Leute, die zu einem Thema forschen, an unterschiedliche Standorte irgendwann einmal kooperieren. Das heißt, ich finde vorher Artikel, weiß ich nicht, bleiben wir bei uns da, Opel Stari. Ja, an die klassischen Artikel, die bei uns im Institut entstehen oder entstanden sind, wie das meiste, was ich gemacht habe, wie ich gemeinsam mit Christian gemacht habe. Das werden wir öfter mal finden. So, und dann kommt auf einmal irgendwo ein Artikel, wo draufsteht, Opel Brilla Röntgen. Und dann kommt man drauf, dann ist auf einmal neue Namen und die verweisen dann vielleicht zu anderen Gruppen, andere relevante Namen, bei denen man weiterschauen kann. Dementsprechend sind diese Links teilweise, muss man dazu sagen, auch klickbar. Das heißt, man kann da auf die Autorenprofile der einzelnen Autoren draufgehen. Das geht nur dann, wenn sich die Autoren auch wirklich darum kümmern, nachdem das aber immer mehr so ein Qualitätsmerkmal wird und das Cola schöne Statistiken ausgibt, wie oft man zitiert worden ist, wie viele Artikel das man hat, machen das relativ viel Leute. Das heißt, wenn ich da drauf drücke, sehe hier der Herr Schulz drinnen, den ich nicht kenne, der sitzt an der Columbia University und hat offensichtlich durchaus wesentliche Beiträge zum Bereich des Secure Instant Messaging oder generell des sicheren Messagings geleistet, weil er irgendwie ganz auf den Publikationen, die
das Real-Time-Protokoll, das Session Initiation Protocol, also ganz wesentliche grundlegende Protokolle von so Echtzeitdiensten, das RTSP, das ist ein Streaming-Protokoll, das SDP, kommt da immer wieder vor, da hat er überall mitgearbeitet. Ich weiß nicht, ob den wer kennt hat, ich habe ihn nicht kennt, aber der ist durchaus einflussreich. Erkennt man auch daran, dass er irgendwie allein mit den im Skoda verarbeiteten Publikationen fast 47.000 Mal zitiert worden ist. Das ist viel. Also, bei mir steht da gerade 42. Der sortiert im Übrigen dann auch nach Anzahl der Zitierhäufigkeiten. Das heißt, da komme ich auf die wichtigsten Arbeiten eines Autors. Das heißt, wenn ich einen Autor gefunden habe, der vielleicht relevant ist, schaue mir dorthin, was hat der sonst noch gemacht und was ist in der Community wahrgenommen worden. Oder ich drücke einmal auf Ja, dann habe ich es nach Erscheinungsdatum sortiert und kann mal schauen, gibt es irgendwas mehr Charakterinteresse von dieser Person. Was man auch sieht, ist, dass er in den letzten Jahren immer, das ist immer nur ein Niveau, auf dem man es einfach sein muss, aber nicht mehr so stark geworden, wie in der Community, wie es irgendwann einmal der Fall war. So, was sieht man nun? Dieses zitiert von, habe ich schon gesagt, ja, je wichtiger ein Artikel war, desto öfter wird er zitiert. Gleichzeitig auch jeder Artikel ist. Also, wenn ein Artikel ganz neu ist, kann man nicht davon ausgehen, dass der viele Citations hat. Das muss man schon irgendwie im Verhältnis zum Alter sehen. Aber grundsätzlich sieht man da, ist das ein Artikel, der schon stark geworden ist, oder ist das ein Artikel, der eher untergegangen ist. Je stärker ein Wortnummer geworden ist, je mehr Citations das er hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass da irgendwas ganz Grundlegendes drinnen ist. Weil was gern gemacht wird, ist, wenn da irgendeine Definition drinnen ist, auf die sich alle Verständigen kennen, dann wird halt immer wieder der Artikel zitiert, wenn man in einem anderen Artikel irgendeine Definition für irgendwas braucht. Ja, und wenn es da um SIP geht, SIP ist das Protokoll, das hinter Voice over IP beim Verbindungsaufbau steht, das heißt auch jeder, der über Voice over IP schreibt, sagt, wir verwenden SIP, zitiert wahrscheinlich den Artikel. Drum summiert sich das da so. Oh, SIP for Instant Messaging, Entschuldigung, die Einschränkung. So. Ja. Und was wir nur sehen im Scholar ist der verlinkte Volltext. Auch das. Eine Geschichte, ihr wisst ja gar nicht, wie gut es euch geht. Wie ich angefangen habe damals, hat es das alles noch nicht gegeben und man ist wirklich nur in die Bibliothek da und hat sich das rauskopiert. Und auch wenn es irgendwo Online-Versionen gegeben hat, dann hat man die zuerst einmal finden müssen. Das Cola macht das für einen und schaut, ob es so eine irgendwo eine frei verfügbare Version gibt. Frei verfügbar ist so eine Geschichte, und das Problem hat es vielleicht schon mal eingekannt, dass da ein riesiges Geschäftsmodell drin ist, über das man locker ein paar Stunden diskutieren kann, ob das irgendeine Daseinsberechtigung hat. Ist euch vielleicht bekannt, die ganzen Verlage, die so Zeitschriften außerbringen, kassieren Massen an Geld dafür, dass sie auf diese Online-Bibliotheken Zugriff gewähren. Da zahlen die Bibliotheken dafür, dass die Angehörigen einer Universität dann auf den Bestand des Verlags Zugriff haben. Wenn man sich ein Paper einzeln abladen will, dann steht da gar einmal irgendwas bei 39, 35, manchmal 50 Dollar für so einen 15-Seiten-Artikel. Das ist nicht das, was man machen will. Also das ist ganz bewusst so gepriced, dass das kein wirklichen Appeal hat, dass man das nutzt. Was die wollen, ist, die wollen Abos verkaufen an die Bibliotheken. Das ist auch der Grund dafür, dass ihr, wenn ihr Literatursuche macht und am Campus sitzt, oft auf Sachen Zugriff habt, auf das von daheim aus keinen Zugriff habt. Es ist aber glücklicherweise so, dass es von vielen Artikeln irgendwo im Netz herumschwirrend eine freie Version gibt. Es muss nicht notwendigerweise die tatsächlich veröffentlichte Version sein, sondern eine Vorversion oder auch noch eine endgültig formatierte Version. Und sofern es die irgendwo gibt und das Cola die gefunden hat, ist die da direkt verlinkt. Man tut sie nicht.
zur Volltextsuche sage ich dann noch ein kleines Wort, also bleiben wir einfach mal beim grundlegenden Suchinterface. Ja, und das waren eh für die grundlegende Literatursuche einmal die wesentlichen Komponenten, auf die man schauen muss. Damit haben wir jetzt die verbreiteste Suchstrategie, also die hat irgendwo den Literaturkörper zu einem Thema, die Internetwolke, wo die ganzen Publikationen herumgehen. Ich definiere die menschliche Stichwörter, Suchvokabular und finde damit eben dann natürlich oder mehrere Artikel, die vielleicht geeignet sind. Also die Stichwortsuche ist einmal das, mit dem man anfängt. Also man hat irgendwo schon einen Ausgangspunkt. Das kann man dann in aller Ewigkeit fortsetzen und wird dort einmal ein Paper finden, dort einmal ein Paper und dort einmal ein Paper und wie sicher sein kann, ob man nicht irgendwas ganz Wesentliches übersehen hat. Deswegen ist es gescheiter, wenn man das systematisch angeht und dann ist es gut, wenn man das mit zwei anderen Strategien kombiniert. Und das ist, und da kann uns vorstellen, dass das eine Zeitlinie ist, da die höheren Artikel sind und da die neueren Artikel, dann spricht man einmal von einer Rückwärts- und einmal von einer Vorwärtssuche. Rückwärtssuche geht relativ einfach. Ich schaue in den Referenzen von einem Artikel nach, ob da vielleicht noch was Interessantes drinnen ist. Das hört sich jetzt einfach an. Sollte man aber auf jeden Fall machen. Ja, ich komme da einfach, ich sehe da wieder Autorentitel ja. Damit habe ich so wieder die grundlegenden Informationen, mit denen ich beurteilen kann, ist das vielleicht was Relevantes oder nicht. Und gehe dann vielleicht in den Scroller und suche nach diesem konkreten Artikel. Wenn man das für mehrere Artikel, die man gefunden hat, macht, dann werden sie da immer wieder so überlappende Bereiche gehen. Es wird immer wieder so ein, zwei Papers aufpoppen, die immer wieder zitiert werden. Und wenn man irgendwann einmal den Bereich identifiziert hat, auf den alle Bezug nehmen, dann hat man das Paper oder die Paper gefunden, die so die das Feld definieren im Normalfall, auf dem alle irgendwie alle zurückkommen. Also auch wenn man sich dessen gar nicht bewusst worden ist, irgendwann kommt man mal auf diesen Punkt, an dem sich ein Fachgebiet kristallisiert hat. Das sind dann auch diese Artikel, die dann irgendwie 5000 Zitate haben. Also, genau. Das ist so ein Standardpapier. New Directions in Cryptography. Das ist das Paper, in dem Diffie-Hellman das erste Mal asymmetrische Kryptographie definiert hat. Vorher hat es nur symmetrische Kryptographie-Algorithmen gegeben, das heißt die, wo man vorher den Schlüssel austauschen hat müssen, damit man verschlüsseln kann. Mit dem ist asymmetrische Kryptographie definiert worden, dass das überhaupt möglich ist. Das sagt man 1976. Und ja, 14.400. Referenzen, das sind ja sicher nicht alle, das sind halt die, die da im Scholar drinnen sind. Man spricht von sogenannten Seminal Papers, also Papers, die ein Feld wirklich wesentlich geprägt haben. Was man dann machen kann, ist von diesen Papers ausgehen, wenn man mehrere hat, kombiniert Vorwärtssuche zu machen. Vorwärtssuche heißt, ich gehe jetzt in der Zeit nach vorne. So einfach das mit der Rückwärtssuche vorher war, weil schon einfach in der Referenzliste nach, so kompliziert ist das bei einer Vorwärtssuche, weil das steht natürlich im Paper nicht drinnen, wenn irgendwann einmal drauf Bezug nehmen wird. Dazu brauche ich wieder eine Suchmaschine. Und dann wird es wieder einfach, weil genau das leistet eben das Scholar. Der zeigt nämlich nicht nur an, zitiert von 113 Papers, sondern ich kann da draufdrücken und dann kriege ich genau diese Papers, die sie wieder drauf Bezug nehmen. Das heißt, ich gehe damit in die Vorwärtssuche und kann dann Hackerl setzen, in Artikel mit Zitaten suchen, in diesen Papers wieder nach meinen Stichworten suchen und damit eingrenzen, was vielleicht
relevant ist. Das heißt, ich nutze das einerseits dazu, zu schauen, gibt es von den Autoren, bei denen ich gerade war, vielleicht was Neues, aktuelle Bearbeiten. Und ich nutze es auf der anderen Seite dazu vielleicht auf, wenn ich von so einem ganz zentralen Paper ausgehe, vielleicht nur mal die anderen Bereiche bis abzutesten, ob es mehrere Autoren gegeben hat oder mehrere Gruppen gegeben hat, die zu dem Bereich arbeiten. So, und in der Kombination aus Stichwortsuche, Rückwärtssuche, Vorwärtssuche bei gleichzeitigen aktiven Warten des Suchvokabulars, das heißt, ich komme vielleicht vom Vokabular drauf, dass in den Paper-Titeln immer irgendwas drin steht, auf was ich überhaupt nicht gekommen war, vom Begriff her, füge das mein Suchvokabular hinzu, gehe dann wieder mit einer Stichwortsuche ein, wechselt das immer ab, komme irgendwann einmal zu einem halbwegs umfangreichen Bild der Literatursuche. Und wann immer das, was mir dann relevant vorkommt, eine kleine Literaturverarbeitung importiere, dann kann man da auch geschickt weiterarbeiten. Das muss man mal grundsätzlich ausprobieren. Jetzt gibt es nur zwei Aspekte, die ich zeigen möchte. Das eine ist, wenn man entweder gar nichts findet oder den Anspruch hat, wirklich eine sehr umfassende Literaturrecherche zu machen und auch den Anspruch hat, wirklich alles zu einem Bereich zu finden, dann reicht das Scrollen aus, wenn ich weiß, was ist denn in dem seiner Datenbank auch wirklich drinnen. Ja, ist ja nicht transparent. Sind ja einer wissenschaftlichen nachvollziehbaren Vorgehensweise. Gibt es da andere Mechanismen dafür? Das sind die sogenannten Literaturdatenbanken. Hat euch das schon mal jemand gesagt? InSpec, Econvit, Sozindex, PsycINFO. Sagt es jemandem was? Bitte? Mit keinem Wissen ist. Genau, das ist aber was anderes. Es ist vielleicht wichtig zu unterscheiden. Das LIS, wenn du das kennst, das ist das Bibliothekssuchsystem des Campus. Das ist ein sogenannter Bestandskatalog. Ja, da zeigt man nur an, was hier am Standort verfügbar ist. Das ist praktisch, aber hilft mir bei einer Literatursuche nichts, weil Auswahlkriterium kann nicht sein, ja, steht bei uns am Campus. Das ist kein Relevanzkriterium. Nur weil es so verfügbar ist, ist es nicht relevant oder etwas, was nicht verfügbar ist, ist nicht automatisch irrelevant. Das heißt, das LIS würde man für sowas nicht verwenden, das würde man erst dann verwenden, wenn es uns dann wirklich darum geht, uns den Volltext zu besorgen und wir bringen ihn digital nirgends her. Literaturdatenbank ist was anderes. Wir greifen da auch über die Bibliothekswebseiten normalerweise drauf zu, weil man die Links meistens nicht auswendig kann. Ich finde das von einer zu anderen mal nicht. Da haben wir ein paar Links dazu. Die umfassende ist bitte die elektronische Zeitschriftenbibliothek oder das DBIS, das ist das Datenbankangebot, da kann man drauf gehen, da sieht man alles, was an der Uni Linz in den unterschiedlichen Fachbereichen verfügbar ist. Meistens reichen aber da diese Schnelllinks da unten. Eine Literaturdatenbank ist eine Datenbank, die von einem bestimmten Herausgeber unabhängig ist. Da muss man jetzt wissen, was los ist. Die meisten Datenbanken, die wir so online haben, sind von den Verlagen verwaltet und halten halt die Literatur dann auch einen Volltext vor, die ein bestimmter Verlag rausbringt. Bei uns in unserem Bereich ist da immer wieder relevant, das ist die ACM, die Association of Computing Machinery, die Informatikgesellschaft, die haben eine Digital Library, die haben wir immer wieder. Weil ist ein großer Verlag, der ein paar Zeitschriften hat, die für uns relevant sind, kommen wir auch immer wieder unter. Springer ist einer der größten Wissenschaftsverlage weltweit, also kommt nicht nur die Bildzeitung aus, sondern auch wissenschaftliche Journals. Springer Link ist die Literaturdatenbank dazu. Der größte wissenschaftliche Verlag weltweit ist Elsevier, niederländisches Unternehmen, ganz stark in der Diskussion, gerade mit seinen Abogebühren, wird gerade stark boykottiert, in Österreich nicht, aber im Rest von Europa. Und die Plattform dazu ist Science Direct, da werden die Zeitschriften des Elsevier-Verlags veröffentlicht, haben wir gesehen, das eine Paper, das wieder gehabt hat, das war bei Science Direct gehostet. So wie es die ESCM gibt, gibt es die IEEE,
die Institution of Electrical Engineers und bringen jetzt an. IEEE, die zweite große technische Berufsgemeinschaft, die im Gegensatz zur ICM, wo es nur um Informatik geht, einfach ein breiter aufgestellt ist, aber auch großen Informatik-Branche hat. Also, da gibt es viele Journals, die und viele Konferenzen vor allem, die relevant sind. Emerald ist auch ein Verlag, der einige Zeitschriften auch so bringt. Da kommt man, da sind wir eher im Bereich Wirtschafts- und Rechtswissenschaften unterwegs. Also Linde, rechtswissenschaftlicher Verlag, Wieso, wirtschaftlicher Verlag, das ist auch eher der Spruch unterwegs. So, also das sind alle verlagsspezifische Webseiten, die helfen uns bei einer Literatursuche nur bedingt was. Literaturdatenbanken sind eben unabhängig von einem Verlag, haben ein ganz eigenes Geschäftsmodell, das ist auch kostenpflichtig, die werden von einer Universitätsbibliothek normalerweise abonniert und haben den Anspruch, zum bestimmten Fachgebiet sämtliche Literatur zu erfassen und strukturiert zu verwalten. Und das Ganze ist nicht wie beim Scholar ein automatisierter, algorithmischer Prozess, sondern da sitzt wirklich jemand und kuratiert die Datenbank. Das heißt, da wird jeder Artikel, der da eingepflegt wird, Erdnummer angeschaut, beschlagwortet, manuell und dann eingepflegt. Ja? Damit kann man sich nicht sicher sein, aber damit hat man die Möglichkeit, Artikel zu finden, die vielleicht für ein bestimmtes Thema relevant sind, wo es aber nicht zufällig im Titel drinnen steht. Weil er halt da gesessen ist, der sich auskennt, sein Einwand- und Medienexperten und das Ganze katalogisiert hat. Das Einzige, was ich da jetzt noch sehe, wo wir da noch drauf Zugriff haben, ist der sogenannte EBSCO-Host. Jetzt wird es ein bisschen meta. EBSCO ist Datenbank-Hoster für Literaturdatenbanken, also ein Dienstleister für Literaturdatenbanken, der ein Suchinterface für Literaturdatenbanken anbietet. Wieder ein eigenes Geschäftsmodell. Ne? Das heißt, ich kann jetzt das der Literaturdatenbankenanbieter sein, so wie Econlit, wirtschaftswissenschaftliche Datenbank, will aber nicht selber mein Suchinterface hosten, dann gehe ich zu EBSCO und sage, okay, hostet hier meine Datenbank. Und über das wird dann Zugriff gewährt. Das heißt, ich kann jetzt da unterschiedliche Datenbanken auswählen, für uns vielleicht da, in der Informatik, Informationssysteme, Wirtschaftsinformatik, ganz selten, dass es solche Literaturdatenbanken gibt. Ja, dafür ist die Disziplin wahrscheinlich ein bisschen zu jung. Und dafür sind wir einfach viel zu sehr in dieser Web-Welt verhaftet. Wir finden sowieso alles irgendwo im Netz. Das ist in den älteren Disziplinen nicht der Fall. Also wer, weiß nicht, ob irgendwer vielleicht noch was anderes studiert, was Sozialwissenschaftliches, da gehst du wirklich nur in die Bibliothek und kopierst dann irgendwo einen Artikel aus. Da gibt es wirklich nicht alles irgendwo online. Und da brauche ich dann auch solche Bibliothekskarte oder solche Literaturdatenbank, um einmal grundsätzlich herauszufinden, was gibt es denn überhaupt. Da komme ich auch ins Cola nicht weiter. Potenziell relevant für uns, wenn wir dann trotzdem immer irgendwo im Verschnitt arbeiten, ist Business Source Premier, wirtschaftswissenschaftliche Econlit, das ist Economy, ist ein bisschen volkswirtschaftlich angehaucht. Psych-Info, wenn es um psychologische Studien, so wie Technologienutzung zum Beispiel geht, ist das vielleicht relevant. Der Soz-Index, Soziologiearbeiten, die ERIC-Datenbank, Educational Resources. Also je nachdem, in welchem Verschnittsbereich man sich bewegt, mag da die eine oder andere Datenbank relevant sein. Was die hergeben, also man muss jetzt da eine auswählen oder mehrere auswählen. Wenn man sie mehrere auswählt, vergibt man sich aber einiges an Suchchancen, muss man dazu sagen. Kriegt man ein sehr antiquiert wirkendes Suchinterface, also nicht so Single-Line, wie man es vom Scholar kennen, sondern da muss ich wirklich Suchbegriffe eingeben und kann die logisch kombinieren und sagen, beide müssen vorkommen, also logisches und, der eine oder der andere, x war, lasst sich da alles schön machen. Was da aber vor allem, und jetzt hoffe ich, dass ich den Link finde, relevant ist, wo ist er? Super. Ist die Schlagwortdatenbank. Manchmal gibt es einen separaten Link, der heißt Thesaurus.
mache dasselbe. Jetzt habe ich vorher gesagt, das Einpflegen eines Artikels in so eine Datenbank ist ein editorieller Prozess. Da sitzt wer und überlegt sich, worum es in dem Artikel geht und wie man es beschreiben könnte. Und die machen das auf Basis eines definierten Schlagwortkataloges. Hat im Gegensatz zu den Keywords, die es zu einem Artikel immer gibt, den Vorteil, dass es das Vokabular gibt und nicht mehr. Ja, das heißt, wenn ich so ein Schlagwort was suche, kriege ich definitiv alles, was zu diesem Schlagwort irgendwo mehr rausgekommen ist. Was auch immer Abatement heißt, ich hoffe, es ist nichts Anzügliches. Keine Ahnung. Egal, ob in dem Artikel irgendwo drinnen steht, dass es da um Abatement geht, wir schauen das vorsichtshalber nach, was das heißt. Was das wäre? Okay, es geht um Ermäßigungen, Rabatten, Nachlässe. Whatever. Finden wir da alle 503 Artikel, die in dieser Datenbank hinkommen, die zu diesem Thema angeführt sind. Wenn man das jetzt kombiniert mit unterschiedlichen Schlagwörtern, kommt man relativ rasch auf einen überschaubaren Ergebnis-Datensatz. Wichtig im Gegensatz zum Scroller, der irgendwie versucht, Relevanzkriterien bei der Sortierung anzunehmen, da ist nichts sortiert. Das ist in der Reihenfolge, wie es daherkommt. Entschuldigung, versucht bitte dann doch noch Relevanz zu ordnen, aber da sollte man sich alle Ergebnisse anschauen. Ja, da sind nicht so bei Leuten dahinter, wie es Google hat. Da sollte man vielleicht näher schauen. Was die Datenbanken meistens an- und zulassen, und ich finde es jetzt dabei EconLit gerade nicht, ich schaue mal kurz in eine andere. Ist in diesem Schlagwortkatalog zu blättern. Die Schlagwörter werden nicht einfach nur definiert. Die Schlagwörter werden nicht einfach nur definiert, sondern werden auch untereinander in Beziehung gesetzt. Also die kann man zu jedem Schlagwort anschauen, gibt es verwandte Begriffe, gibt es Pseudonyme dazu, also andere Wörter, die dafür verwendet werden können. Gibt es engere Begriffe, das heißt, unterteilt sie das Schlagwort nur in unterschiedliche Bereiche, gibt es breitere Begriffe, allgemeinere Begriffe. Was das ermöglicht, ist ein bisschen ein Gefühl für Suchvokabular wieder zu kriegen. Das heißt, da kann man sich ein bisschen durchschauen. Schaut dann so aus, das ist jetzt Zeitinfo, also psychologische Datenbank, da gibt es das Schlagwort Ability, Fähigkeit oder so. Und was dann dazu angeführt ist, ist auf der einen Seite das Jahr, in dem sie die Datenbank eingeführt wurde, das heißt, ich werde keine Ergebnisse finden, die öder sind. Wenn es Schlagwörter geben, die vorher benutzt worden sind, stehen dann wieder dabei. Dann eine kurze Beschreibung, was man darunter versteht, unter diesem Schlagwort, und dann Narrower Terms, damit gehe ich quasi in die Tiefe, also die Fähigkeit zu lernen, Kommunikationsfähigkeiten, das sind Subbegriffe, die darunter angeordnet sind. Related Terms, die irgendwie damit zusammenhängen, und Used For, das ist dann diese Pseudonym-Geschichte. Also wann irgendwo Skills eigentlich verwendet werden würde, wird es unter Ability eingeordnet, damit es unter Angestelltenschlagwort drinnen ist. Nachdem das so ein allgemeiner Begriff ist, gibt es keine allgemeineren Begriffe. Wenn wir auf Learning Ability gehen, werden wir sehen, da gibt es jetzt genau diese Kategorie Broader Terms. Das heißt, da kann ich wieder aufgehen, wie so irgendwie in dieser Datenbank navigieren. Das ist dann für eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit, wo es darum geht, die Literatur wirklich umfassend aufzuarbeiten, gar keine so eine blöde Idee reinkommen zu machen, damit man viel fürs Wording in der jeweiligen Domäne kriegt. Also was da wirklich an Wörtern verwendet wird. Also ich habe bei der DIS mit dem Konzept der Articulation Work, also wurscht, was das jetzt ist, also ein Konzept aus der Arbeitssoziologie im Wesentlichen,
Arbeit. Und ob du jetzt, wenn du von Arbeit sprichst, das mit Work, Labor oder sonst irgendwas übersetzt, das ist nicht, das hat im Englischen unterschiedliche Bedeutungen und da wirst du ein Gefühl dafür entwickeln und da hilft es halt Datenbank, dabei, dass es einfach heute Beschreibungen gibt. So, haben wir Literaturdatenbank auch mal gesehen, wie gesagt, relativ selten wahrscheinlich. Viel wichtiger, was tue ich denn jetzt, wenn ich auf den Volltext mit hinkomme? Ja? Das heißt, das Cola zeigt mir vielleicht einen Link an, aber ich habe keinen Zugriff drauf. Das Cola zeigt mir überhaupt keinen Link an, was kann ich tun? Mehrere Möglichkeiten. Kann passieren, dass es irgendwas wirklich tatsächlich nicht digital gibt. Also ich kann auch nicht zahlen dafür, sondern es gibt es einfach nicht digital. Dann muss ich schauen, ob ich es irgendwo in einer Bibliothek kriege. Andere Variante, das komme ich dann gleich, andere Variante, es gibt es irgendwo digital, aber ich habe aufgrund meines Status als Student der JK oder weil ich daheim sitze und nicht darauf zugreifen kann, auf die Datenbanken, die abonniert sind, keinen Zugriff darauf und müssen zahlen. Zahlt bitte nie für ein wissenschaftliches Paper. Das ist rein schon moralisch zu verdammen. Dass man das macht, die Verlage verdienen für nichts. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, wir publizieren unsere Arbeiten, damit wir unsere Karriere voranbringen. Wir kriegen nichts. Also kein Wissenschaftler kriegt irgendwas für die Artikel, die er publiziert. Die Verlage kriegen diese Artikel gratis, man übertragt ihnen das Copyright. Die Begutachtung wird gratis von anderen Wissenschaftlern übernommen. Die ganze Herausgabeauswahl wird gratis von den Editoren, die auch wieder Wissenschaftler sind, übernommen. Der Verlag ist war früher, hat er seine Daseinsberechtigung gehabt, weil er für den Druck, die Aufbereitung und die Verteilung zuständig war. Heute beim Web ist das ein vollständig automatisierter Prozess, wo der Verlag genau nichts mehr zu tun hat. Ja. Da rennen trotzdem mehrere, also nicht nur fünfstellige Beträge, teilweise sechsstellige Beträge in diese Abokosten rein. Geht so weit, dass auch mittlerweile etablierte Institutionen mit viel Geld, amerikanische Unis, sie diese Abogebühren nicht mehr leisten können. Das muss nicht so sein, da gibt es Gegenbewegungen dafür, da gibt es mittlerweile auch von der Politik Gegenbewegungen dafür, wenn man auf europäischer Ebene ein Projekt Credit kriegen will, dann muss man Ergebnisse im sogenannten Open Access publizieren, das heißt, die müssen dann auch gratis zugänglich sein. Für alte Artikel ist das nicht, das heißt, die muss man sich irgendwo herbesorgen. Wenn es jetzt grundsätzlich online gäbe, man findet es aber nicht, dann hat man mehrere Möglichkeiten, oder man hat keinen Zugriff drauf, dann hat man mehrere Möglichkeiten. Ihr habt es im Scholar vorhin gesehen. Der hat einen Link alle 185 Versionen oder alle X Versionen, das sind alle Quellen, die er online gefunden hat. Sehr oft wird der die Referenz, oder zeigt er die Referenzquelle an, das heißt die Verlagswebseiten, auf die man vielleicht keinen Zugriff hat. Unter diesem Link hat man manchmal nur Zugriff auf andere Volltexte, die irgendwo im Netz liegen. Ja, das ist nur bedingt qualitätsgesichert, das kann manipuliert sein, ist es im Normalfall nicht. Weil man kann zumindest nicht das richtige Beispiel. Erste Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, das Leben cooler zu machen, sondern einfach einmal auf Verdacht einfach im normalen Google eingeben. Auch der findet sehr oft PDFs, die vielleicht das Cola nicht relevant eingestuft hat. Ja, auch da haben wir eine Chance. Auch Google geht in PDFs rein und da verliert es in den PDFs. Und auch und sowas. Dritte Möglichkeit, den Autor direkt anfragen. Das ist gängiger, was man glauben möchte. Was sich da bewährt in den letzten Jahren, sind die sozialen Forschungsnetzwerke. Man kann einfach mal auf ResearchGate schauen, das ist Facebook für Forscher. Da kann es durchaus sein, dass man den jeweiligen Autor findet und ohne dass man dann eine Mail schicken muss, gibt es da einen Link Request Full Text und dann kann man ein paar nette Worte reinschreiben und warten, bis man eine Antwort kriegt. Und dann kriegt man im Normalfall auch den Full Text. Das ist durchaus üblich, das ist auch keine Verletzung von Copyright, das ist Fair Use, darf das, wenn man es nicht generell online stellt. Und es gibt Autoren, die das sehr gerne machen. Wenn man die Wahl hat, und an den Fotos sieht man es meistens, fragt man nicht den Professor, weil der schreibt meistens nicht zurück, sondern fragt man den jungen Doktoranden, der das Paper mitgeschrieben hat, weil der freut sich, wenn er fragt, dann schickt das möglichst schnell.
wenn es mehrere Autoren gibt. Falls das alles nichts hilft, weil es einfach nicht online verfügbar ist, muss man wirklich in die Bibliothek gehen. Und dann hilft uns jetzt das LIS. Hoppala. Das ist wie gesagt eine Bestandssuche. Damit kann er herausfinden, ob es an einem bestimmten Standort irgendeine Literaturquelle gibt und wo es verfügbar ist. Schon mal gemacht. Ja, mit Signatursystematik den ganzen Zeit kennst du was anfangen? Ja, nein, vielleicht. Okay, kurz, Überblick. So, ich möchte jetzt unbedingt das Buch von Donald Knuth haben. The Art of Computer Programming. Wir sehen, das ist ein mehrbändiges Werk. Und wenn wir dann auf die Einzelbücher gehen, dann sehen wir, wo die verfügbar sind. Das heißt, wo ich die auch wirklich kriege. Das ist das Grüne verfügbar in. Und dann sollte man das nur irgendwo lesen können. FB steht für Fachbereichsbibliothek. Das heißt, das ist nicht die Hauptbibliothek, sondern das sind die Bibliotheken Außenstellen. Auch da ist es nicht gesagt, dass das dann direkt in der Außenstellenbibliothek ist. Also die Fachbereichsbibliothek BWL Wien Fachsprachen ist, glaube ich, noch bevor ein Managementzentrum. Was das wäre? Ist nicht umsonst, glaube ich. Gell? Deswegen, weil die Wien-Institute ja früher im Managementzentrum waren, außer uns. Also da war das räumlich in der Nähe, jetzt ist es halt bei den BWLern, weil das eine Fachbereichsbibliothek ist. Man muss aber bitte trotzdem drauf gehen. Da, genau, jetzt sind wir drauf, bis es den Bestand-Link gibt. Und dann hat man erst tatsächlich den Standort. Nur weil was der Fachbereichsbibliothek BWL Wien zugeordnet ist oder Informatik zugeordnet ist, heißt das nicht, dass es dort steht. Das kann auch durchaus an den Instituten stehen. Und dann steht es da drinnen. Ja, also. Gehen wir mal, schauen wir mal, ob wir da irgendwo einen Wind finden. Da. Das ist wahrscheinlich. Okay, die steht tatsächlich im Freihandbereich der Fachbereichsbibliothek BWL Wien. Finde ich andere. Und da würde es halt sonst zum Beispiel, so ein Buch würde man eher beim Pomberger vermuten, würde dann Pomberger stehen. Ja. Ihr habt es auch gesehen, da steht dann, ob es entlehnbar ist oder nicht. Das heißt, entlehnbar FH, entlehnbar im Freihandbereich, da kann man stehen, entlehnbar Archiv, dann muss man es voranmelden, dann wird es auskommen. Dann steht bedingt entlehnbar, kriegt man als Studierende normalerweise nicht, aber als Mitarbeiter, als Diplomant kann man es freigeben lassen, hat man dann einen Unterschied vom Institut. Und wenn es steht nicht entlehnbar, dann kann man es nicht mitnehmen, aber zumindest außerkopieren. Ja, einfach im Sekretariat vorbeischauen, im Normalfall. Wichtig vielleicht da noch, die zwar, also am Institut geht das nur einfach, wenn es jetzt wirklich in der Hauptbibliothek ist, da haben sie ein paar mehr Bücher, dann wird das da wichtig. Signatursystematik. Die Systematik. Die steht immer am Regal, also die bezeichnet, wo in der Bibliothek, in welchem Regal ich das Buch theoretisch finden sollte, wenn es da steht. Wenn man damit durch die Bibliothek gegangen ist, steht immer auf die Stirnseite von den Regalen, stehen dann irgendwelche Nummern drauf. Das ist die Systematik. Das ist immer für mehrere Bücher gleich, nämlich alle, die in dem Regal stehen. Und wenn ich das Regal dann gefunden habe, dann baue ich die Signatur, das ist das, was am Buch unten drauf ist. Und die sind auf Stängen nummeriert, sortiert, wann die Bibliothek KXJ verwaltet ist. Und das, da kümmern sie sich schon ganz gut darum, das zu finden, was dann relativ schwer. Das heißt, auch wenn es in die Bibliothek geht und dann durchsucht, dann wo in die Bibliotheksmitarbeiter die es dann immer sehen und dann können sie sich erhalten. Der Titel ist ihnen vollkommen wurscht. Jetzt kann man gleichen eigentlich immer durchziehen. Ja, sollte ein Buch jetzt
Datum umschalten. Nicht in Linz verfügbar sein. Dann kann ich immer nur im Verbundkatalog nachschauen. Das sind alle österreichischen Bibliotheken angeschlossen. Ist eigentlich eh wurscht. Und ich sehe dann den gesamtösterreichischen Bestand. Also ich sehe das eine Buch ist an der TU Wien, einmal in der Hauptbibliothek, einmal an einem Institut verfügbar, einmal an der TU Graz in einer Fachbereichsbibliothek und einmal in der Bibliothek Klagenfurt. Also die Linz scheinbar was bei uns verfügbar. Man muss da dann nicht hinfahren, dazu gibt es die Fernweihe. Kennt das jeder? Na? Man kann, wenn man das Buch wirklich braucht und nirgends anders kriegt, kann man es an die Uni Linz schicken lassen. Ja, dann kommt es wirklich da an die Bibliothek und man kann es da holen. Kostet, glaube ich, nicht einmal was. Muss man, okay. Muss man sich anmelden, dann kann man wirklich bestellen und dann kriegt man eine Mail, wenn es da ist und dann kann man es auch holen. Leitet es da aus, gibt es dann da wieder zurück und die schicken es wieder zurück. Das geht Österreich. Wie gesagt, kostet auch nichts, dauert vielleicht ein bisschen, aber man hat dann die Möglichkeit, sich was aus einem anderen Bestand auszuleihen. Wenn das alles nichts hilft oder man nicht so lange warten will, dann kann man nur einen Dokumentenlieferdienst verwenden. Der prominentere, und den kennt schon keiner, dementsprechend verbreitet ist das, aber gar nicht so unpraktisch, ist Subito. An Subito sind jetzt nicht nur österreichische Bibliotheken angeschlossen, sondern Bibliotheken aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Und da kann ich ein Dokument aus irgendeiner Zeitschrift von einem Bibliotheksmitarbeiter auskopieren lassen und mir das per Mail oder per Fax schicken lassen. Oder auch Fernleihen, also die verschicken auch. Die machen das wirklich, habe ich auch schon mal gemacht, funktioniert auch ganz gut. Da muss man sich einmal einen Account anlegen. Es ist, glaube ich, 4 oder 5 Jahre aus, dass ich das letzte Mal genutzt habe. Also es ist wirklich selten, dass man es braucht, aber wenn man es braucht, ist es wirklich dringend meistens. Da ist es geschickt, wenn man weiß, was man alles nehmen kann. Selbe Suchinterface. Irgendwo, ich finde jetzt den Link nicht, neue Webseiten, kommt man jetzt bestellen. Kann sich das dann entweder, wie gesagt, zuschicken lassen oder wenn es nur um einen Artikel geht aus einer Zeitschrift, sie das außerkopieren lassen und das PDF zuschicken lassen. Kostet irgendwas bei zwischen 5 und 9 Euro, aber immer noch nicht diese 30 oder 40, die man vielleicht sonst zahlen würde. Überschaubar. So. Ich glaube, das waren die wichtigsten Sachen. Das meiste beim Online finden. Wenn es irgendwas online nicht gibt, Bibliothek schauen. Findet man vielleicht auch manche Sachen, sonst nicht verfügbar waren. Alles, was darüber hinausgeht, sollte man sich dann gut überlegen. Also da irgendwo in die Bib gehen, okay, fürs Pro-Seminar bitte nicht irgendwo in der Fernleihe bestellen oder in Subito kaufen. Normalerweise findet man dann irgendwo andere Literaturquellen, die man verwenden kann. Wie gesagt, für eine Masterarbeit
für Bachelorarbeit kann es durchaus relevant sein. Wenn man in der Quelle wirklich braucht und wirklich nachschauen muss, kann man eine Behauptung mit diesem Buch belegen oder nicht. Man braucht irgendwo eine Aufzeichnung. Gut, das war jetzt viel. Danke fürs Zuhören. Jetzt in die Praxis umsetzen. Das heißt, schaut mal vielleicht bis zum nächsten Mal, bis wir uns zu euren Fragestellungen, die es zum Großteil vielleicht schon habt, zwar nicht, habe jetzt dennoch ein bisschen Zeit, können wir gerne noch mal kurz besprechen, wenn es Fragen gibt. Sonst schickt es einfach mal hin. Schaut mal, ob es Literatur dazu findet mit diesen Mechanismen und dann sprechen wir beim nächsten Mal darüber, was man jetzt damit tut. Das heißt, wie man sich so einmal verbaut. Gut. Dann danke für heute und bis zum nächsten Mal.